Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ich bin die Miri und unser Geralt ist etwas überladen. Und mit etwas meine ich übrigens sehr. Wir haben 76 von 60 Kilo gerade. Unser Geralt schleift sich gerade so zu dahin. Ich hatte beim letzten Mal versucht, die Sachen zu verkaufen, aber dieser Kaufmann hat sich irgendwie dumm angestellt. Ich habe die Vermutung, dass es ein Das Bug ist ewige und deshalb Feuer habe ich wird nochmal unsere neu Sünden geladen. ausbrennen. Probieren wir gleich nochmal. Sei gegrüßt. Zeig mal. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ja, jetzt funktioniert es ja doch. Allerdings hat er nicht besonders viel Geld. Muss ich mir jetzt genau überlegen, was ich ihm verkaufe. Am besten irgendwas, was mir quasi nicht viel Geld bringt, aber viel Gewicht. Da wären zum Beispiel diese Streitkolben, glaube ich, ganz gut. Die sind ziemlich schwer. Und das ist auch ganz okay. Das können wir machen. Jetzt hat er noch 34. Was ist das Schwerste davon? Das will ich eigentlich gar nicht unbedingt verkaufen. Das hier würde ich gerne noch loswerden. Bringt zwar nicht so viel, aber. Tja, und jetzt hat er noch 27. Nee, 25. Ach Gott, er bräuchte 26, um mir dieses eine abzukaufen. Dieses hier. Kriegen wir das irgendwie hin? Wenn ich ihm irgendwas abkaufe, was ihm eins bringt. Was hat er denn so? Können wir das irgendwie nach irgendwas sortieren? Nach Preis vielleicht? Ich wollte eigentlich bei ihm nach Preis sortieren. Ja, ich habe mir überlegt, ich werde mal hier diese eine Hundspetersilie kaufen. Dann hat er nämlich wieder genug Geld, um mir ein Schwert abzukaufen. Dann hätte ich wieder noch ein bisschen weniger Gewicht, wisst ihr? Für 28 könnt ihr uns sogar das hier abkaufen. So, jetzt hat er gar kein Geld mehr. Und wir haben noch 56 Platz jetzt. Okay. Leb wohl. Leb wohl. Ja. Tja, was machen wir als nächstes? Unsere Hauptquest sagt, wir sollen zurück nach Krähenfels. Und ich sehe jetzt auf der Karte auch eigentlich nichts anderes, was ich unbedingt machen müsste. Daher würde ich das durchaus tun. Hätte auch den Vorteil, dass wir den Rest dann auch noch loswerden von dem ganzen Plunder. Ja, daher lasst uns das nochmal machen. Ich rufe mal unsere Plätze herbei, denn das ist Wir dann doch könnten noch eine darüber ganze reden, Ecke denke weg. ich aber. Das ganze Ding. Nakele. Nein. So. Ilke, bring dem Korporal einen Becher und Plätze, tauch komm ihn her. ein. Nein, ich bin nur ein Beweg dich. einfacher Soldat. Ja, beweg Einer, dich. der eine Beförderung verdient hat. Du begibst dich. Okay. Galoppieren übers Schlachtfeld. Funktioniert erstaunlich gut. Wir müssen hier rechts, so wie diese Nilfgaarde. Hier einmal um die Ecke. Schön durch den Wald durch. Oh, da sind irgendwelche Monster hinter mir. Was mich natürlich wieder nicht interessiert. Ich renne einfach weiter. So. Das ist, glaube ich, diese Komm Taverne am schon. Scheideweg, wo wir ganz am Anfang mal waren. Die wir Ein seitdem Kampf an der nicht mehr Menge ist besucht ein haben. Rätsel zu essen. Und auch jetzt reiten wir einfach dran vorbei. So. Hier mal runter. Immer schön dem Weg folgen, Plötze. So. Krähenfels kommt langsam in Sicht. Immer schön dem Weg folgen.
Oh. Da scheint es irgendwie lang so zu gehen. Weiß nicht, warum uns da um dieses spitze Eck schieben will. Was sind denn das hier für Typen eigentlich? Ach so, das ist, glaube ich, dieses Pferderennen. Das wäre doch eigentlich auch mal eine Idee, dass wir mal ein Pferderennen mitmachen, oder? Können wir reden? Ja, solange du dich kurz fasst. Ich plappere nicht zum Spaß. Okay. Ich heiße Radko und richte hier die Pferderennen aus. Davon musst du gehört haben. Willst du mitmachen, sag Bescheid. Willst du nicht, schieb ab. Ja, auch warum nicht? Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Das ist nicht nötig, solange du bei Sonnenuntergang hier bist und Gold zum Wetten dabei hast. Das ist doch quasi jetzt, oder? Ah, da bist du ja endlich. Die Regeln sind ganz einfach. Such dir aus, gegen wen du antreten willst, mach deinen Einsatz, reite nach Schwarzzweig und zurück. Der Erste ist der Sieger, der Zweite ein verfickter Niemand. Kapiert? Gegen wen soll's gehen? Stotter Matko, Hans Eisenarsch oder den schwarzen Bogdan? Ich würde sagen, wir fangen mal mit Stotter Matko einfach an. Den Wetteinsatz festlegen. Och, ich würde sagen, alles oder nichts, oder? Ich nehme Stotter Matko. Du wirst schon sehen. Ach, drauf geschissen. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Alles klar. Los geht's. Ich weiß, können wir auch verfolgen, okay. Los. Los, galoppieren. Okay. Auf geht's, Plötze. Ich folge dem Weg. Ja, aus dem Weg, das könnte auch ich sein, die das hier gerade ruft. Wow, oh Gott, hier geht's um die Kurve. Scheiße. Los. Ah! Los, hinterher. Oh Gott, wir haben sie zum Glück nochmal wiederholt. Sehr gut. Scheiße, da muss ich durch. Den Wegpunkt haben wir geschafft. Gott, ey, also ich glaube, die Schwierigkeit ist nicht so unbedingt die Ausdauer, sondern tatsächlich das Pferd in die richtige Richtung zu schieben. Sozusagen. Ah! Los, 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 los! Los, 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 Geralt! Oh, gerade so geschafft, ey. Boah, das war knapp. Das war echt knapp. Hübsch, hübsch. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Hier ist dein Gold. Und wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm vorbei. Ja, cool. Was habe ich dafür bekommen? Erfahrungspunkte? Oh, ich bin überladen. 100 Kronen. 20 Kronen nochmal extra. Und ein Rennsattel. Oh, schau her, man bekommt hier Pferdeausrüstung. Das ist natürlich sehr cool. Bisschen besser, ne? Der hat ja jetzt, glaube ich, 40. Nur leider sind wir überladen. Und ich glaube, überladen sind wir dann auch nicht mehr so schnell auf Plötze. Darum würde ich mal sagen, wir müssen jetzt wohl oder übel erstmal unseren Krempel verkaufen. Weiter so, Plötze. Den restlichen. Und dann machen wir mit den Rennen weiter. Okay. Gott, ist das dunkel. Da vorne ist die Brücke. Nach Krähenfels, dann können wir auch kurz... Scheiße. Scheiße. Das darf mir im Rennen aber nicht passieren. Dass ich auf einmal sonst wo hänge. Okay. Also, wir sind da. Wollte ich sagen. Galoppieren natürlich jetzt einmal hier quer durch die Burg. Die Zeit sind wir doch eigentlich alle am Schlafen, oder? Dann stört das ja keinen, wenn ich hier einfach lang galoppiere. Kann ich auch niemanden zu Tode reiten. Okay, wir sind da. Und stopp. Ich würde gerne ein paar Sachen verkaufen. Hier, Fergus, komm mal. Wie kann ich helfen? Ich würde gern ein paar Sachen verkaufen. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Nämlich das Schwert der Wirhet-Brigade natürlich. Das behalte ich vielleicht nochmal. Das kann weg und das kann auch weg.
Bei dem habe ich mir überlegt, ob ich es anlege, weil es ist halt, der macht ja mehr Schaden, aber bei unserem jetzigen Schwert sind halt so tolle Boni drauf, dass sich das, glaube ich, noch nicht so lohnt, das jetzt zu wechseln. Leb wohl. Nur wegen des Schadens. Deshalb lassen wir das mal. So, jetzt sind wir schon ein bisschen erleichtert, was das angeht. Ich werde mal noch den Baron aufsuchen. Der wird sicherlich wieder in seiner Stube da rumhocken. Und wir können natürlich auch unsere Sachen ablegen in unserer Kiste. So. Baron. Oh, ich kann hier sogar rennen. Ich dachte immer, ich müsste hier langsam gehen, aber tatsächlich kann ich hier sogar rennen. Ja. Der steht echt noch genau da, wo wir ihn zurückgelassen haben. Hat sich nicht bewegt all die Tage. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ja, erzählen wir mal von Tamara, ne? Ich habe Tamara dein Geschenk gegeben. Wie hat sie reagiert? Wohl nicht wunschgemäß. Sie hat die Puppe weggeworfen. Weggeworfen? Götter. Ich dachte, trotz allem... Oh. Was ist mit Anna? Da weiß ich noch nichts Genaues, aber ich bin ihr auf der Spur. Was hältst du dann, Maulaffenpfeil? Finde sie. Ist ganz schön ungeduldig. Ich meine, ich bringe ihm hier mal Nachricht von seiner Tochter, dass es der gut geht und das gefällt ihm auch wieder nicht, ne? Okay. Ab zu unserer Truhe. Bam, da sind wir. Also, ablegen werde ich mal das Viper-Stahlschwert und auch das Novigrader Langschwert, dann diese ganzen Armbrüste, die ich im Moment noch nicht verwenden kann. Die Pfeile, die ich noch nicht verwenden kann, die ich auch noch sehr lange nicht verwenden kann, und diese Rüstung ziehe ich ja auch nicht an. So, gucken wir mal, was wir hier in Waffen haben. Vielleicht kann ich da auch das eine oder andere ablegen, verkaufen. Also von diesen Wählender Langschwerten habe ich auf jeden Fall mehr als genug. Deswegen können die ruhig weg. Das wollte ich behalten. Aber das hier kann weg. Und von den Handschuhen hier habe ich auch... Die habe ich auch doppelt. Dann könnten wir auch mittlerweile die bessere Armbrust ausrüsten. Das werde ich mal gleich tun. Und... wir haben hier noch den Sattel. Den werde ich auch mal ablegen. Brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Okay. Soweit, so gut. Ach Gott, wir springen hier wieder rum wie die Irren. Einmal kurz die richtige Armbrust noch ausrüsten. Die andere können wir ablegen. Müssen wir nicht mit uns rumschleifen. Und dann machen wir es mal auf den Weg. Also, jetzt haben wir bei dem anderen, bei dieser Hauptquest ja nur noch die Geschichte, dass wir die Frau, die Spuren der Frau suchen sollen, ne? Sehe ich das richtig? Erstmal kurz wieder aktivieren. Ja. Nein, keine Lust. Spuren... in Wählen zur Frau des Barons. Wenn die einzige Sache, die man vielleicht, wo man vielleicht argumentieren könnte, dass das eine Spur ist, das war... Ich wünsche euch die Pocken. Hier hinten in diesem Garten haben wir mal einen Brief von ihr gefunden. Also einen alten Brief von ihr. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Hinweis sein soll. Ich werde natürlich auch diese Höhle mal untersuchen. Oh, was ist das denn? Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ach, das ist ein Wolfssymbol. Hat Ciri das da untergebracht oder war das vorher schon da? Das muss ich mir auf jeden Fall genauer anschauen. Wenn wir jetzt also doch mal hier runterkrabbeln. Okay. Licht brennt hier schon. Wir könnten eigentlich auch diese Fackel mal ausrüsten, die ich hier drin habe. Und wenn ich schon mal gerade dabei bin, eigentlich auch noch mal eine andere Bombe vielleicht. Zweite. So.
Dann könnten wir nämlich... Achso, Moment, ich muss natürlich erst auswählen. Könnten wir uns nämlich hier mit der Fackel leuchten, statt immer Katzentränke zu verbrauchen. Tja, Straße unsicher machen? Vielleicht machen wir ja fette Beute. Nein, keine Lust. Was war das denn? Wo kam denn das her? Sind hier irgendwelche Gauner? Oder kam das von oben? Okay, also da sollte ich vielleicht nicht runterspringen. So ins Dunkel ist vielleicht keine so gute Idee. Seewandpilze. Da kann ich was aufnehmen. Öl, Eisenbarren, Lederstücke, Wasserflasche. Okay. Okay, das ist nicht so weit runter. Das geht. Das geht auch von der... Oh. Wie Geralt sich echt mit Fackel abrollen kann, ohne sich die Haare dabei zu entzünden. Also ich würde meine sofort... Entflammen, meine Haare sofort in Flammen aufgehen. Ich habe da so ein Talent dafür. Ist mir schon zweimal im Leben passiert, dass ich meine Haare angezündet habe, versehentlich. Oh, ein Haufen Zeug. Kavalleriehose-Schema. Schwertwahl. Was auch immer das jetzt wieder ist. Oh, eine Truhe hier. Verbessertes Wolfssilberschwert. Oho. Das ist ja cool. Und, oh, das scheint irgendwie ein Tümpel zu sein. Da scheint auch was drin zu sein. Hm. Da brauche ich dann vielleicht doch mal einen Katzentrank. Weil unter Wasser werde ich die Fackel ja eher nicht verwenden können. Es sei denn, das ist irgendwie eine Wunderfackel. Also weg damit und reinspringen. Dann gehen wir einmal auf Tauchgang. So, und jetzt... Oh, direkt unter mir ist was. Hier. Lederstücke, Harz, Faser, abgerissene Seite von irgendwas in Wüfern absucht. Das klingt gut. So, und wo war das andere jetzt? Hier. Kavalleriehandschuhe, Vitriol. Mhm. Sonst gibt's hier ja nichts, ne? Also, obwohl ich Katze genommen habe, kann ich ehrlich gesagt nicht besonders viel sehen. Ja, aber... Achso, ich bin hier gerade unter diesem Ding da. Hier scheint es irgendwie auch nicht weiter zu gehen, ne? Nee, da kann ich nicht durch. Na gut. Und dann nicht. Dann müssen wir hier wohl wieder raus. So, von da links bin ich ja gekommen. Gib mir mal bitte die Fackel wieder. Von hier links bin ich ja gekommen, aber hier rechts scheint es auch nochmal hoch zu gehen. Oh, er entzündet die Fackel automatisch wieder selber, wenn er zu kurz weggelegt hat. Das ist natürlich cool. Sehr intelligent von ihm. Was ist mit den Texturen hier los? Achso, das ist ein Tümpel. Sieht trotzdem merkwürdig aus. Und hier scheint auch nichts weiter zu sein. Also, nee, keine weiteren Truhen. Oh. Jetzt bin ich versehentlich ins Wasser reingesprungen. Ich glaube, ich brauche doch nochmal einen Katzentrank. Sonst bin ich hier doch ein bisschen aufgeschmissen. Wenn ich am Schwimmen bin, geht's nicht anders. Aber ich sehe jetzt hier auch nichts. Das scheint die andere Seite zu sein von dem, was ich eben erkundet habe. Nee. Naja, okay. Ja, dann... Raus hier. Also ist das nicht so was Besonderes, abgesehen von dieser Wolfsschulen-Geschichte? Was ist denn das? Das muss doch irgendwie bei Handwerk zu finden sein. Verbessertes Wolfsschulen-Silberschwert? Ja. Mhm. Gegenstände müssen auf Großmeisterstufe verbessert werden, um Boni freizuschalten. Bonus für drei Teile auf ein Schwert können bis zu drei verschiedene Öle zugleich angewendet werden. Bomben werden verzögerungsfrei geworfen bei sechs Teilen. Aha.
Was auch immer das bedeutet. Auf jeden Fall kann man hier offenbar das Wolfs-Silberschwert, das ich noch nicht habe, nochmal verbessern. Na, das ist doch interessant, Leute. Das müssen wir uns merken. Das heißt, diese Hexerschulen-Ausrüstung sollten wir auf jeden Fall nicht fortwerfen. Hatte ich eh nicht vor, aber sollte ich auf keinen Fall tun, auch nicht verkaufen, weil ich das vielleicht nochmal verbessern kann. Das ist natürlich cool. Na? Das ist wirklich cool. Da lang bitte. Und dann wieder nach draußen. Hallo? Nutzt du jetzt bitte mal diese Leiter? Jetzt. So, da sind wir. Der Wind heult. Ah ja? Ist das so? Warte noch. Ja, ich renne dann nochmal hier rüber und verkaufe noch die restlichen Sachen. Weil ich könnte dann vielleicht auch noch kurz hier... könnte hier diese Gegenstände nochmal verbessern. Dann verkaufen wir hier nochmal was. Wir haben ja noch ein paar Schwerter. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Ja, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg und das hier meinetwegen auch. Jägerhandschuhe wollte ich verkaufen. Ja, damit sind wir nur bei 25 von ganz viel. Gut, ich hätte eigentlich diesen Schrott hätte ich auch in die Kiste packen können. Naja, gut, dann halt nicht. Leb wohl. Nochmal laufe ich jetzt nicht zu der Kiste zurück. So, Plötze. Hast du Bock auf noch ein Rennen? Ich schon. Ich will denen mal noch zeigen, was eine Hake ist. Sozusagen. Komm schon! Komm schon! Ich wünsche euch die Pocken. Na, diese frommen Wünsche wieder hier. In den Arsch treten? So, oh Scheiße, wo ging das lang? War das jetzt rechts oder links? Mach mal die richtige Quest dafür. Sonst finde ich das wieder nicht. Ja, okay. Wir sind auf dem richtigen Weg. Genau, wir müssen hier einfach entlang. Und da sind wir. Langsamer. So, guten Tag. Ich würde gerne noch mein Rennen mitmachen. Nimmst du noch einen Teil oder nicht? Ja, mache ich. Trag mich ein. Das ist nicht nötig. Das wissen wir doch schon. Tag, offenbar. Grauhaar. Gegen wen soll's gehen? Hat er jetzt wieder die ganze Zeit übersprungen. Na gut. Hans Eisenarsch ist diesmal dran. Wir setzen natürlich wieder 50. Ist ja klar. Mal sehen, wie sich dieser Eisenarsch schlägt. Los, Hans. Ich habe mein halbes Leben auf dem Pferderücken verbracht. Die andere Hälfte auf Ponyrücken. Du kannst mich nicht schlagen. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Aktuell ist er nicht auf dem Pferd. Insofern kann nicht ganz stimmen. So, 3, 2, 1, los. Los, los, los. Oh Gott. Jawohl. Gott, was mache ich? Ah! Oh Gott. Bisschen unkoordiniert. Okay, da ging es scharf um die Kurve. Das. Dann über die Brücke rüber. Mit vollem Tempo. So, hier links lang. So weit lief schon mal. Ah! Oh Scheiße, ich glaube, Plötze ist, glaube ich, etwas mitgenommen. Okay. Los, 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 los! Jawohl! Geschafft. Sehr gut, Plötze.
Ja, der neue Rennsattel macht sich schon mit Pferden bezahlt. Kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Hier ist dein Gold. Und wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm vorbei. Klar. Wer will noch teilnehmen? So, was habe ich diesmal bekommen? Natürlich meine 100 Kronen. Dann nochmal... Genau, nochmal eine extra Belohnung. Und Satteltaschen. Oho, Leute. Satteltaschen. Da muss ich vielleicht nicht mehr ganz so häufig zurück zu meinem Lager oder zu einem Händler. Nochmal 30 Kapazität. Das ist ja plus 50%. Richtig gut. Das gefällt mir. Und nimmst du nun teil oder nicht? Klar. Trag mich ein. Der letzte muss ja auch noch. Das ist nicht nötig, solange du bei Sonnenuntergang hier bist und Gold zum Wetten dabei hast. Tag, Grauhaar. Gegen wen soll's gehen? Na, diesmal natürlich gegen den schwarzen Bogdan. Diesmal reite ich gegen den schwarzen Bogdan. Ich werde dir zeigen, wo es lang geht. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Dann auf zum Rennen. Auf geht's. Yeah. 3, 2, 1, los, los, Plätze. Okay. Viel Spaß dabei. Dass die da auch so nah an dem Wegesrand stehen, das ist ja richtig gefährlich. Stell dir vor, wenn ich den niederreite hier. Los, dann hier ums Eck. Ich werde siegen und wenn ich meinen Klepper auf die Sporen spießen muss. Das könnte durch passieren, dass du das machen musst. Es sei denn, ich verreite mich hier total. Ja, aufpassen. Los. Oh Gott. Plötze! Nicht so kurz vor Schluss schlapp machen. Danke, danke. Yeah, wir haben es geschafft. Huhu! Yeah, Geralt, der Superjockey. Hübsch, hübsch. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Hier ist dein Gold. Und wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm vorbei. Ja, das ist schön gesagt, aber hier ist ja gar keiner mehr. Wir haben es ja jetzt geschafft. Ne? Nochmal 100 Kronen, nochmal 40 extra. Und was habe ich noch bekommen? Scheuklappen. So, damit haben wir jetzt quasi ein Set mal komplett. Das ist natürlich nett, dass man das daher bekommt. Dann muss ich ja vielleicht gar nicht solche Sachen kaufen. Sondern kann mir das einfach immer in Rennen gewinnen. Das wär's doch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.